Zwei Schienenbremsen, drei Männer. ...250 Kilogramm Eisen. Regenwetter. Da bleibt die Frage nach dem Warum. Wir machen es nur wegen der Optik wieder dran, weil es halt blöd aussieht ohne die Schienenbremsen. Und speziell Tatra-Fans fällt das natürlich sofort auf. Hier auf dem Muriellhof in Börnchen hat die T4D ihre letzte Haltestelle gefunden. Eigentlich dreht sich ja alles um die Rettung von Rindern. Doch Henry Sousa ist nicht nur Tierschützer, sondern auch Straßenbahnfahrer. Und so kam das Schmuckstück auf den Gnadenhof. Die Straßenbahn hat sich gut eingelebt, ist mittlerweile selbst von Skeptikern hier aus dem Ort gut angenommen worden. Und wir haben sie schon gut bei so einem Wetter wie heute als Schutzraum für unsere Gäste genutzt, dass sie nie im Regen sitzen. Geburtsstunde der Muriellhofbahn war übrigens in Prag im Jahr 1976. Jahrzehntelang rollte sie dann in Dresden über die Schienen. Doch seit Juni 23 verschwanden die Tatrabahnen endgültig aus dem Straßenbahnnetz. Kurz vor der drohenden Verschrottung schlug der Verein zu und ließ die 16 Tonnen schwere T4D von Dresden ins Osterzgebirge transportieren. Seit Ende Januar hat sie nun ihre Endhaltestelle erreicht. Damit ist sie übrigens nicht der neueste Zugang auf dem Gnadenhof. Der ist nämlich wieder klassisch, tierischer Natur und heißt Pico. Nachdem er zunächst auf dem Lottihof an der Ostsee aufgepäppelt wurde, bekommt er nun hier seine Rundum-Sorglos-Versorgung. Er hat jetzt sein Ticket zu uns bekommen, in die Schulklasse, in die kleine Kuschelherde und wird jetzt sein Leben hier verbringen. Es ist natürlich jetzt gerade ganz traurig, weil er ganz so Heimweh hat und weil er natürlich seine Freunde vermisst. Aber er kriegt da jetzt hier neue Freunde und wird jetzt hoffentlich sehr glücklich hier werden. Da sind sie, die neuen Kumpels von Pico. Die haben sich alle schon an das riesige gelbe Teil in ihrem Vorgarten gewöhnt. Zweimal im Monat ist auf dem Muriellhof Besuchertag. Dann können die Gäste bequem und trocken in der Tatrabahn Platz nehmen. Henry Sousa hat noch einige Umgestaltungsideen, doch alles zu seiner Zeit. Der Tatra ist natürlich bloß ein Nebenprojekt unseres Vereins. Hauptsächlich geht es selbstverständlich immer um die Tiere. Endstation Gnadenhof. Auf dem Muriellhof ist das jetzt Realität geworden.